Ich bin heute bei der Firma Agrartechnik Altenberge und habe hier den Jonas bei mir. Und der zeigt mir heute mal den neuen JCB Fasttrack 4220 Icon. Der hat eine ganz neue Kabine bekommen, der hat die neue Abgasstufe und den schauen wir uns jetzt mal genauer an. Wir sitzen jetzt im JCB Fasttrack 4220 Icon und ja, was sofort auffällt, ist hier die neue Bedienarmlehne. Da gehe ich aber gleich nochmal genauer drauf ein. In erster Linie wollen wir jetzt einfach mal gucken, wie fährt der. Vom Fahrkomfort ist es natürlich, glaube ich, der beste Schlepper, den man kaufen kann, wenn man viel auf der Straße ist. Also man sieht hier auch, der steckt einiges weg. Also ich bereite mich immer schon vor, wenn ich sehe, da kommt eine Bodenwelle, aber es passiert gar nichts. Genau, das bei unserem Fahrzeug ist das Hauptmerkmal, sage ich mal, der Komfort. Durch dieses Traktsystem, Kabine mittig zwischen den zwei Achsen, dadurch können wir schon mal eine Vielzahl an Schläge beim Fahren rausnehmen. Zudem gefederte Achsen und so weiter und so fort, gefederte Kabine, das summiert sich alles. Schönen Sitz. Genau. Dann hat man am Ende diesen Fahrkomfort wie im LKW fast, würde ich sagen. Genau. Kann man schon vergleichen. Was ich ganz spannend fand, hattest du eben erzählt, über 25 km/h deaktiviert er quasi automatisch die Vierradlenkung. Genau. Das hat einen Sicherheitsaspekt. Genau, es ist so, wenn wir auf der Straße fahren und über 24 km/h fahren und vorher die Vierradlenkung angewählt haben, nimmt er die selbstständig ab 25 km/h raus. Das hat damit was zu tun, wir wollen die Kontrolle über das Fahrzeug behalten und irgendwann, wenn wir zu schnell werden, kann es sein, dass mit der Vierradlenkung die Lenkbewegungen zu heftig werden und uns irgendwann die Anbaugeräte hinten dran ausbrechen etc. Und wir grundsätzlich einfach die Kontrolle über das Fahrzeug verlieren. Ja, das macht ja auch total Sinn. Also ich habe eben auf dem Hof beim Rangieren schon so gedacht, oh, wenn er jetzt hinten mitlenkt, wie verhält sich der Anhänger und so. Also man muss schon ein bisschen überlegen und ich glaube, wenn ich dann irgendwie bei 50 km/h wüsste, der lenkt hinten mit, dann wäre mir, glaube ich, auch nicht ganz so wohl. Genau. Ich glaube, da würde ich sogar manuell ausstellen. Ja. Mit der Vierradlenkung haben wir natürlich einen extrem wendigen Trecker dann. Ich meine, ich habe was gelesen von 12,9 Meter Wendekreis oder so. Das ist in dieser Leistungsklasse natürlich schon überragend. Dann muss man sich wahrscheinlich erstmal wieder umgewöhnen, wenn man auf den Standardtrecker steigt. Ja klar, die Wendigkeit ist natürlich gegenüber einem Standardschlepper, ich würde mal sagen, fast nicht zu vergleichen. Also dieser klare Vorteil, dass wir vier lenkende Räder haben, der ist einfach nicht wegzumachen. Das ist ein ganz klarer Vorteil von diesem System Schlepper. Ja, genau. Ich denke da dann auch dran, irgendwie Güllezubringer fahren, auf der Baustelle Mulde fahren. Ich meine, gut, 60 km/h schaffen andere mittlerweile auch, aber dieser Fahrkomfort in Verbindung mit den 60 km/h ist dann wahrscheinlich schon der ausschlaggebende Punkt. Auch das ist unser Alleinstellungsmerkmal in diesem Sinne. Genau. Das Tagsystem haben ja viele versucht und JCB hat es ja irgendwie geschafft, am Markt zu bleiben. Das ist auch ganz interessant. Ne? Genau. Ich denke mal an den Intrag, an den MB-Trag. Ja, und JCB, der Fasttrack, der ist irgendwie schon so etabliert, den kann man sich gar nicht mehr wegdenken irgendwie. Nee. Also wenn man an Track denkt, dann denkt man an Fasttrack. Das ist so. Ja. Mittlerweile wirklich. Klar, die Nostalgier werden mir jetzt wahrscheinlich in den Nacken schlagen, aber wenn ich heute Landwirtschaft betreibe oder so, dann Track sage, dann ja, ist ein Fasttrack. Das ist, ja, klar. Ist ganz klar. Das ist eigentlich so die größte Neuerung an diesem Trecker. Genau. Wir haben hier die neue Armlehne, diese Steuergeräte hier, die ich mir frei konfigurieren kann und auch die Farbe umlegen kann, je nachdem, wie ich es möchte. Ich kann mir die Tasten hier auf dem Joystick komplett frei konfigurieren, sprich, ich kann hier mein Vorgewendemanagement drauflegen, mein Hubwerk, Lenksystem kann ich drauflegen. Alles. Auch hier bei dem kann ich die Tasten frei konfigurieren. Genau, frei einstellbar, Steuergeräte, links, rechts schieben, heben. Den neuen Bildschirm quasi. Ja. Da hat man einfach dann hier das Home-Menü und dann kann man in die Untermenüs gehen, da kann man sich dann austoben. Das würde jetzt hier auch den Rahmen sprengen. Was ich auch ganz cool fand, waren hier diese Schnelltasten. Ich bin jemand, ich mag das nicht, wenn ich irgendwie weiß, so merke, okay, mir ist irgendwie zu warm, mir ist zu kalt und ich muss erst irgendwo ins Touch-Menü und da irgendwas umstellen. Nein, das kann ich hier alles ganz, ganz easy machen. Die Lüftergeschwindigkeit, die Temperatur, auch die Lautstärke oder den nächsten Track. Das sind so Kleinigkeiten, die mir persönlich wichtig sind. Und das finde ich hier schon echt ganz cool gelöst. Was wir auch natürlich als Besonderheit haben, ist dieser Schalter. Da können wir unsere Fahrmodi auswählen. Das heißt, wir sind jetzt gerade auf der Allradlenkung, können hier dann aber auch auf die Vorderradlenkung gehen. Genau. Und dann habe ich hier quasi dann noch einen individuellen Modus, wo ich mir dann eine Hundegang-Lenkung einlegen kann oder ähnliches. Ja, Rücken ziehen. Ah, okay. So, genau. Modus Allradlenkung, Benutzermodus. Können wir hier vorwählen. Und können wir hier zum Beispiel Hundegang anwählen. Oder Vierradlenkung oder Two-Track. Ja, dass der immer die gleiche Spur verwendet beim Spritzen zum Beispiel. Genau, ne? Ja. Ja. Das ist quasi, dass die Hinterachse genau die gleiche Spur durchläuft wie die Vorderachse. Dass ich beim Spritzen meinetwegen genau in der Fahrgasse bleibe oder mit der Spritze dann auch die gleichen Spuren verwende, um nicht noch mehr irgendwie im Bestand kaputt zu fahren. Das ist natürlich auch eine ganz coole Sache. Genau. Verzögerung hinten ist, dass er dann vorne etwas schneller lenkt und hinten nach
kommt. Ja, genau. Hinten zieht er den mit dem Arsch etwas in der Spur rein. Ja. Okay. Es würde mir auf jeden Fall mal gefallen, den mal im Einsatz zu sehen, aber das kriegen wir vielleicht mit einem anderen Mal hin. Ja, so, wir haben jetzt einmal uns vom Fahrkomfort überzeugt. Die Straßenfahrt, die war schon sehr, sehr angenehm. Die Bodenwellen und Stöße hat er wirklich sehr, sehr gut weggesteckt. Und jetzt wollen wir uns einmal ein bisschen um die inneren Werte kümmern. Da haben wir dann jetzt den 6,6 Liter Eco Power Motor oder genau. Halt Sisu. Eco Power Sisu, genau. Eco Power Sisu, es kommt, glaube ich, aufs Gleiche raus. Ja. Jetzt in diesem Modell, Icon Stage 5, also neueste Abgasnorm, hält er jetzt ein. Genau. Hat sich aber sonst nichts verändert, weil AdBlue hat er vorher schon gebraucht. Hat er vorher schon gebraucht, genau. Da sehen wir schön den Turbolader, das ist mir immer ganz wichtig. Und hier das schöne Abgasrohr, auf jeden Fall auch einen ordentlichen Durchmesser. Genau, und die Kraftübertragung hatten wir eben auch schon einmal drüber gesprochen, übernimmt hier das ML180 aus Markt Oberdorf. Genau, das ist das Markt Oberdorfer Getriebe, in zwei Fahrstufen eingeteilt. Bis 65 km/h Endgeschwindigkeit können wir damit realisieren. Ansonsten seht ihr natürlich die vier gleich großen Räder. Ich sehe schon VF-Bereifung, ist natürlich dann prädestiniert für eine Reifendruckregelanlage. Aber auch für unsere hohen Radgeschwindigkeiten, die wir damit fahren. Ah, okay. Also sprich VF nicht nur mehr Belastung, sondern halt auch mehr wegen hohen Geschwindigkeiten. Ah, okay. Genau. Ja, gut. Wieder was gelernt. Dann schauen wir uns noch einmal das Heck an. Das Hubwerk, das ist wahrscheinlich auch, also ich glaube, da hat sich auch jetzt nicht viel geändert im Vergleich zum Vormodell. Wir können 8 Tonnen heben hinten. Vorne im Fronthubwerk 3,5 Tonnen können wir heben. Nutzlast hatte sich erhöht von 3,9 auf 5,1 genau. Tonnen. Genau. Das ist natürlich auch nochmal ein... Das liegt daran, dass vom alten Modell zum jetzigen hat sich etwas an den Achsen geändert. Da können wir mehr Traglasten fahren. Genau. Ja, perfekt. Hier hat man nochmal einen schönen Blick auf die Scheibenbremse. Weil ein schneller Trecker will natürlich auch abgebremst sein. Genau. Genau. Ja, Leute, wir haben jetzt den JCB Fasttrack hier einmal abgestellt. Ich bin einmal drum zugelaufen und ich würde euch einfach noch mal kurz mein Fazit sagen. Also ich habe den Schlepper jetzt auf der Straße gefahren. Ich bin wirklich begeistert von dem Fahrkomfort, von dem Federungskomfort. Also auf der Straße ist einfach wirklich ein unschlagbarer Trecker. Ob das dann nachher auf dem Acker genauso ist, das müsste man noch mal in einem anderen Test herausfinden. Das machen wir nicht heute. Aber ansonsten muss ich sagen, hat mir die Kabine des Fasttracks wirklich super gefallen. Die ist super leise, also es ist ein wirklich sehr angenehmer Arbeitsplatz. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir den Trecker demnächst auch nochmal auf dem Acker testen, um dann nochmal auf die Werte wie Hubkraft etc. einzugehen.